Das Orgelporträt, die Göbel-Orgel in Mittelsinn. Mittelsinn ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart und Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Burgsinn. Wir befinden uns mitten im Spessart, im waldreichen Tal der Sinn, die rund 20 Kilometer südlich bei Gemünden am Main in die fränkische Saale mündet. Nachbarorte sind Obersinn im Norden und Burgsinn im Süden. Erstmals urkundlich im Jahre 1295 genannt, gehörte Mittelsinn zum Hochstift Würzburg, genauer zum Zentamt Aura im Sinngrunde. Anfang des 19. Jahrhunderts kam der Ort zunächst zum kurzlebigen Fürstentum Aschaffenburg und 1814 zum Königreich Bayern. Mittelsinn lag im 20. Jahrhundert zunächst im Landkreis Gemünden am Main und seit 1972 im Landkreis Main-Spessart, der damals im Zuge der Gebietsreform aus den ehemaligen Landkreisen Karlstadt, Lohr am Main, Gemünden am Main und Marktheidenfeld gebildet wurde. Die evangelische Pfarrkirche St. Jakobus ist eine Chorturmkirche aus spätgotischer Zeit, die 1592 umgebaut wurde und 1734 ein barockes Langhaus erhielt. 1758 wurde in Mittelsinn eine neue Orgel errichtet, die in wesentlichen Teilen bis heute erhalten ist. Erbaut hat sie Johann Georg Göbel, Orgelmacher zu Lohr, wie wir einer Inschrift im Ventilkasten entnehmen können. Einige typische Registerkombinationen dieses Instruments hörten wir soeben in kurzen Orgelfacetten von Michael Haydn, dem in Salzburg wirkenden jüngeren Bruder Josef Haydns. Ars magna consoni et dissoni heißt das Werk, das der 1664 in Speinshard in der Oberpfalz geborene Johann Späth 1693 veröffentlicht hat. Ein Jahr zuvor wurde er zum Domorganisten in Augsburg ernannt. Neben Toccaten und Magnificat-Facetten enthält die Sammlung auch drei Variationsreihen, die den Einfluss Girolamo Frescobaldis nicht verleugnen können. Hören wir nun drei Variationen und später noch die restlichen drei aus der Partita sopra l'aria detta la Pasquina, in der Johann Späth auf ein Thema seines berühmten römischen Zeitgenossen Bernardo Pasquini zurückgreift.
Lebensdaten des Orgelbauers Johann Georg Göbel sind noch unbekannt, doch dürfte er irgendwann zwischen 1710 und 1720 geboren worden sein. Er war Tischler und erlernte das Handwerk des Orgelbaus mit hoher Wahrscheinlichkeit bei Johann Peter Schleich in Lohr am Main. Göbel ist seit 1738 in Lohrer Matrikeln nachweisbar und übernahm nach dem Tod Schleichs 1744 dessen Werkstatt in Lohr. Die Orgelmacherfamilie Schleich prägte in zwei Linien, die eine wirkte in Lohr, die andere in Bamberg, den Orgelbau im letzten Drittel des 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Franken nachhaltig. Johann Georg Göbel pflegte in seinen wenigen bekannten Neubauten die traditionellen Gehäuseformen und Dispositionen seines Lehrmeisters weiter, erlangte aber nicht mehr die Bedeutung der Schleichwerkstatt. Seine Orgeln, das Instrument in Mittelsinn ist die einzige bis heute erhaltene Orgel Göbels, sind typisch mainfränkische Schöpfungen. Seine anderen bekannten Orgeln in Michelstadt, 1748 errichtet, in Hörstein, 1750 und in Unterschönmattenwag, 1753, sind allesamt den Moden der wechselnden Zeiten, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abstand neuere und zeitgemäßere Orgelwerke forderte, zum Opfer gefallen. Johann Georg Göbel hatte drei Söhne, von denen wir etwas mehr wissen. Der 1742 geborene Franz Anton Göbel machte sich später in Soden, dem Badestädtchen bei Saalmünster in Hessen, selbstständig und fand im oberen Kinzigtal und im Raum Schlüchtern ein dankbares Betätigungsfeld. Sein 1745 zur Welt gekommener Bruder Johann Nikolaus Göbel übernahm die väterliche Werkstatt in Lohr, lebte aber praktisch nur noch von Reparaturarbeiten. Sein Zwillingsbruder Johann Konrad Göbel verlegte seine Tätigkeit später in die Pfalz, nach Neustadt an der Hart, heute Neustadt an der Weinstraße. Hier konnte er sich in wenigen Jahren zu einem renommierten Orgelbauer emporarbeiten, dessen erhaltene Prospekte deutlich die mainfränkische Herkunft verraten. Solche stehen, jeweils mit zwischenzeitlich komplett erneuertem klanglichen Innenleben, heute noch in der katholischen Kirche zu Hambach in der Pfalz, in Heuchelheim bei Landau und in Gleiszellen bei Bad Bergzabern im Landkreis Südliche Weinstraße. Diese Orgel in Gleiszellen sieht dem Instrument des Vaters in Mittelsinn zum Verwechseln ähnlich. Als einzige auch in ihrem klanglichen Bestand im Wesentlichen erhaltene Orgel der Familie Göbel ist dieses Instrument in Mittelsinn ein schätzbares und seltenes Zeugnis dieses letzten Orgelbaumeisters aus Lohr. Thank you.
Die Orgel in Mittelsinn besitzt 14 Register auf einem Manual und Pedal. Nach kleineren Reparaturen und nicht gravierend ins Gewicht fallenden Veränderungen wurde das Instrument im Jahre 2000 durch die Firma Hai Orgelbau aus Urspringen in der Rhön denkmalgerecht restauriert und einige wenige veränderte oder abgegangene Pfeifen nach Vorbildern anderer mainfränkischer Orgeln jener Zeit rekonstruiert. Das Manual besitzt einen Tonumfang bis zum 3 C und die Register Prestant, Gedackt, Flauto Traverso, Gamba und Solizional 8 Fuß, Prinzipal und Spitzflöte 4 Fuß, Oktave 2 Fuß, Quint 1,5 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Das bis zum eingestrichenen C geführte Pedal verfügt über Subbass 16 Fuß, Violonbass 8 Fuß, Oktavbass 4 Fuß sowie einen Trompetenbass 8 Fuß. Die Pedalkoppel wurde bei der Restaurierung eingefügt. Bis dahin war das Manual fest ans Pedal gebunden. Mit einer Fuga über Christ ist erstanden des Wiener Domkapellmeisters Johann Georg Albrechtsberger erklingt zum Abschluss noch einmal das volle Werk der Johann Georg Göbel Orgel in Mittelsinn im schönen Spessart.